Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Woos Replay Cast. Wieder mit mir, dem Anno LP. Wieder eine Schlacht von JGC Black Eagle, der hier gegen Mail GR, also wahrscheinlich Mail aus Deutschland, spielt. Black Eagle spielt hier Amerikaner, Mail spielt hier die Wehrmacht, den Deutschen wieder blau gegen rot und die Nationenfarben passen total. Karte ist Frontlinie, Zeiteinstellung ist 30 Minuten. Gucken wir mal, was passiert, wenn der Ami gegen den Deutschen spielt. Also, hier gibt es erstmal drei Nachschubdepots. Drei Nachschubdepots. Ja, kann man hier auf jeden Fall machen. Zusätzlich mit der Kaserne, die er, was weiß ich denn, wohin setzt. Also, auf jeden Fall sein Gegner hier, dann gleich mit dem Flugfeld unterwegs und dem Nachschubdepot und dem Tarnnetz. Welche Listen hat eigentlich Black Eagle gewirkt? Blitz und Tarnnetz. Das könnte gefährlich werden. Gelinde gesagt. Könnte gefährlich werden. Wenn da jetzt gleich zwei Bomber kommen, kann er das hier wahrscheinlich nicht tarnen. Aber gucken wir mal, was hier oben passiert. Jeweils drei Nachschubdepots, so wie es sein soll. Jetzt haut er hier die Willis raus. Möchte also wissen, was sein Gegner macht. Macht ja tendenziell auch vergleichsweise viel Sinn. Denn wir wissen ja aus vergangenen Replays immer, Scouting ist wichtig. So, jetzt kommt hier auch gleich der erste Flieger. Es ist ein Bomber, ein HI-Bomber. Insofern hier der Bomber Rush des Deutschen. Tendenziell gleich auf ein Nachschubdepot von Black Eagle. Ungemütlich. So, bringt hier gleich die Artillerie- und Luftabwehrbasis. Allerdings, ob die noch pünktlich fertig wird, wage ich zu bezweifeln. Die Bomber kriegen hier ein Nachschubdepot auf jeden Fall kaputt. Na, wenn sie warten nicht, wenn sie. Ja, jetzt. Es geht jetzt um Sekunden. Es geht um Sekunden. Ja, aber ja. Boah. Zu langsam reagiert. Black Eagle konnte hier mit dem Tarnnetz reagieren. Was macht sein Gegner als Antwort? Bringt die Kaserne nach vorne. Ja, sehr richtig. Und hier jetzt gleich mit dem Bombenangriff auf so einen kleinen Truck, der das sogar überlebt. So, hier gibt es jetzt ein paar Bofors. Ja, gegen einen Air-Spieler kann man Bofors bringen. Das macht wirklich Sinn. Und funktioniert wirklich gut. Die Bomber müssen erstmal landen. Und dann wird das hier erstmal ein bisschen beschnuppern. Die Kaserne wird gesehen. Wird auch, denke ich, tendenziell wirklich gesehen. Also die wird hier der liebe Black Eagle sofort auch sehen. Und ja. Ranger hat er ja selber schon getaggt gehabt. Insofern ist er da auch sicher an dem Punkt. Hier kommen jetzt die HE-Bomber raus und jetzt nimmt er den Scout mit nach vorne. Was macht Mail? Genau, holt sich erstmal ein weiteres Nachschubdepot. So muss das ablaufen. Der Truck ist diesmal kaputt gegangen. Aber ich weiß nicht, was er gesehen hat. Was bringt er da? Na, eine Panzerbasis. Gute Antwort. Sehr gute Antwort. Auf die Flugabwehr und Infanterie des Gegners. Da kann man pauschal tatsächlich dann Panzer bringen. So, jetzt kommen hier wieder Bomber in Aktion. Oder auch nicht. Oder doch, oder nicht, oder doch. Will hier geklumpt angreifen oder will er hier gar nicht angreifen? Ist jetzt im Feuer der Flak. Greift die Flak auch an. Die ist aber sehr gespreadet hier. Das könnte jetzt schon fast ein Verhängnis werden. Der Bomber geht kaputt. Ja, aber der überlebt. Der überlebt. Doch nicht. Er überlebt doch nicht. Das heißt, hier Suicide Bomber für genau eine, nein, für exakt keine Flak.
Hinten den Willy hat er jetzt bekommen, indem er Blitzangriff auf sein SDKFZ gewirkt hat. Damit geht ihm jetzt aber auch die eine Tarnnetzlist aus. So, und hier kommt das nächste Nachschubdepot. Das heißt dann also 1, 2, 3, 4, 5 Nachschubdepots für den roten Spieler. Und geschmeidige 3 für... Okay, da kommt das vierte. Aber das ist immer noch eins weniger als der Gegner hat. Geschmeidige 4 für Black Eagle. Ungemütlich. Sehr ungemütlich. Ich meine, wir wissen ja, der Sieg hängt hier eindeutig von der Wirtschaftsüberlegenheit ab. Na, da zieht er wirtschaftsmäßig gleich. Na, ziehen sie gleich. Das heißt, dann wird sich hier um die Depots in der Mitte gestritten. Angenehmerweise. So, hier geht jetzt der SDKFZ gegen die Bofors und die Ranger. Beide mit Blitz, glaube ich, da gewinnt der SDKFZ. Aber hier sind auch schon die nächsten Ranger jetzt am Laufen. Also insofern da alles sicher, alles safe, schön am Nerven hier. Grenadiere gegen Ranger. Das gewinnen die Ranger. Aber der Panther-Support aus der zweiten Reihe hat er tatsächlich hier klammheimlich die Panther getaggt. Sehr nice. So, dem STKFZ geht's hier an Kragen. Und diese Bomber. Ah, was macht der? Das hätte er nicht tun sollen. Das hättest du nicht tun sollen, Fisch. Kurze Erklärung, wieso er das nicht hätte machen sollen. Jetzt kann Black Eagle hier seine Basis gar nicht tarnen. Denn dieser eine Bomber hier kann gar keinen Damage machen. Aber jetzt die Frage, wie verfährt er mit dem Panther? Der kann ihm hier jetzt schön, das dauert zwar ewig und 3 Tage, aber der kann ihm jetzt schön hier alles abräumen. Wobei, wenn er die Truppen nicht spreadet und okay, wenn er sie hinter den Wald zieht, können sie sogar heile bleiben. Hier geht's jetzt mit 2 Rangern, jagt er jetzt hier gerade die Supply-Depots des Gegners. Das kriegt er auf jeden Fall down. Na, wobei... Die haben hier ja doch Sieter, genau, und da ist es down. Jetzt hier so ein kleiner Bombenangriff, der komplett fehlschlägt, weil die sich bewegen. Und hier ist auch der Counter gegen den Pershing. Gegen den Panther, der Pershing läuft. So, der Ranger kommt auch nicht nach Hause. Also der erste ist jetzt gestorben an diesem SDKFZ. Der zweite wird das auch tun. Was wird das hier? Das wird ein weiteres Nachschubdepot. Also das Nachschubdepot, das er hier vorne verloren hat, holt er sich dort wieder. Ja, erscheint fast schon logisch. Der Kollege, sein Gegner GTR auf 2 Panzerbasen. Das ist das weitere Nachschubdepot. Jagt jetzt hier mit 2 Pershings die Panther. Und sein Gegner holt sich jetzt hier auch das Nachschubdepot wieder. Ich brauche mal kurz ein volles Depot. Wie viel sind da drin? 180. Da drin sind 153. Das heißt, der hat man gerade 27 verloren. Und damit hat sich das noch nicht gelohnt. Damit hatte sich das noch nicht gelohnt. Und das ist auch meiner Meinung nach, das ist viel zu kritisch, das dort zu setzen. So, zack, das war der SDKFZ. Hier gibt es jetzt den U-Jagdbomber, aber keine Aufklärung. Oh mein Gott. Was ist denn da los? So, worüber hat er jetzt Aufklärung? Er hat Spion gewirkt, genau. So, da der nächste
Jagdbomber, der kriegt den jetzt auch down. Zwei Bomben-Jagdbomber machen einen Pershing down, drei braucht man immerhin für einen Super-Pershing. Aber im Endeffekt lohnt sich im Moment so ein Pershing doch gar nicht. Und boah. Boah, ist das schön. Ist das schön. Funkstille gewirkt. Und hier erstmal wir und jetzt hier mit dem Ranger in Richtung Kaserne laufen. Na, das könnte das Spiel beenden. Oh, jetzt sieht er, jetzt der King Tiger. Kommt er rein? Kommt er rein? Nein! Oh mein Gott, ein Blitzangriff. Hätte ein Blitzangriff noch zusätzlich und der wäre drin gewesen. Huiuiuiui. So, und jetzt sehen wir hier sehen wir ein Admin. Ein Admin, das wird sich nicht geholt. Da sagt er sich nein. Bei seinem Gegner hat er das ja auch vernichtet gekriegt. Also zumindest gecancelt gekriegt. Und damit ist er jetzt im Vorteil wieder. Mit, dadurch, dass er dieses Verwaltungsgebäude hat, ist er im Nachschubvorteil im Moment. Sehen wir jetzt auch, er hat die Super Pershings getaggt, passend zum King Tiger, denn der King Tiger countert den normalen Pershing ziemlich aus. Und er ist jetzt hier auf Super Pershings gegangen und die Super Pershings sind, meine ich, sogar besser als die King Tiger. Na, passt hier auf, tarnt seine Hauptbasis, tarnt das Admin. Da kann gar nichts passieren. Da kann gar nichts passieren. Das ist wirklich tendenziell not possible, dass dort was passiert. So, hier gibt es wieder einen kleinen Run-by. Diesmal mit drei Rangern gegen ein Nachschubdepot. Die könnten sogar das da hinten bekommen. Nein, das bekommen sie nicht mehr. Und bis dahin ist ein weiter Weg. Aber man kann darüber dann vielleicht, wenn er nicht aufpasst, zur Hauptbasis. Ich meine, sein Gegner hat jetzt hier auch einen Admin sich geholt. Hier geht es jetzt wieder mit den Jagdbombern auf die Super Pershings. Also man merkt hier schon, dass hier. Nein! Da wird immerhin nur eine Bombe diesmal abgeworfen und dass die Us, da die Us fast nichts vertragen. Okay, wir sagen wirklich fast nichts. Der wäre jetzt auch fast nicht nach Hause gekommen. Naja, also wow. Oh, ist das böse. Oh, ist das böse. Nimmt er jetzt noch Unterstützung von irgendwelchen. Boah. Holt sich hier das Nachschubdepot. Ich meine, dass das nicht nach Hause kommt, tendenziell weiß er. Aber jetzt muss sein Gegner da Infanterie hinschicken. Und er kann hier erstmal die Trucks abfangen, ey, ernsthaft. In seiner Stelle wird hier fast noch ein Infanterietrupp jetzt in den Wald stellen. Wobei hat er ja wieder drei in Reichweite. So, jetzt geht's hier mit den. Jetzt geht's hier gerade den Pershings an den Kragen. Die hier sterben ohnegleichen. Von den zwei King Tigern kriegen die Volley einen rein. Und dann kommt der Grenadier noch leicht nah ran. Zack. Aber hier kommt gleich das Follow-up. Der Super, die beiden nächsten beiden Super Pershings. Dieser Pershing blinkt. Und Aufklärung ist da, oder? Bei ihm ist Aufklärung da. Wie sieht's bei. Oh, bei ihm ist keine Aufklärung da, sehe ich ja jetzt gerade. Black hat auf jeden Fall hier Aufklärung und hat jetzt hier das Unterhauptquartier. Das, was ich tendenziell sehr häufig und gerne am Anfang setze gleich, macht er jetzt, denn dann kann er dahin das setzen und kann hier Basen bauen. Und zack, da ist er drin. Da ist er drin. Und der Gegner kapituliert. Sieht ein, dass das keinen Sinn macht. Hat einmal nicht aufgepasst, was hinten sich in der Basis abgeht. Sehr gut. Sehr schön ausgemicrowt, Black Eagle. Wirklich sehr gut gemacht und sehr schön effektiv mit den Einheiten gearbeitet. Also das ein bisschen bessere Income, das macht den Co. jetzt auch nicht mehr fertig. Ich meine, das sind knapp 40. Ist zwar ein super Pershing, kann schon spielentscheidend sein, aber das effektivere Poken mit den Einheiten ist da viel, 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 viel wichtiger. Und damit sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.